So langsam stelle ich fest, dass es immer schwieriger wird, ein Betrügergespräch über mehrere Minuten zu führen. Ich bin der Callcenter-Crasher mit dem Mittwochsvideo. Zum Glück für potenzielle Opfer werden die Erstanrufer dieser Betrugsmasche immer absurder. Ich würde mir ja gerne ein anderes Hobby suchen, falls die Betrüger von einem Tag auf den anderen ausgestorben wären, aber ich fürchte, ich werde weiterhin scambaiten. Acht Kurzanrufe und einen längeren Anruf habe ich für euch geführt. Habt Spaß damit und wundert euch, nach dem Intro beginnt das Wundern. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Herr George. Hallo, es ist sehr laut bei Ihnen, ich verstehe Sie nicht. Schönen guten Tag, Herr George. Georg ist mein Name. Und ich habe ja auch einen Nachnamen. Vorreiter ist mein Name. Ah, Vorreiter, Entschuldigung. Mein Name ist Julia Rieger, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Vom Finanzmarkt? Ja. Ja. Sie haben bei uns angemeldet. Von welcher Firma rufen Sie an? Ich rufe Sie vom Unternehmen Greater Capital. Aha. Ja, Sie haben sich für passives Einkommen interessiert, richtig? So, das ist aber schon eine Weile her. Wann hatte ich mich bei Ihnen da angemeldet? Hallo. Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ich hatte Sie etwas gefragt. Ja, bitte. Herr Vorreiter, guten Tag. Wer ist da, bitte? Bei mir, mein Name, ich bin Account Manager. Wie ist Ihr Name? Amin. Herr Amin. Amin. Ja. Herr Vorreiter, schauen Sie mal, Sie haben sich bei Was soll ich unserem denn schauen? Unternehmen Wir angemeldet. telefonieren doch. Was soll ich denn da schauen? Wie bitte? Wir telefonieren doch nur. Was soll ich denn da schauen? Was möchten Sie schauen? Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll schauen. Was soll ich denn schauen? Herr Vorreiter, vielleicht von anderen Menschen bekommen Sie anrufen. Ich weiß nicht, ich rufe Sie ersten Mal. Ja, Sie aber haben sich bei unserem Unternehmen angemeldet, daher rufe ich Sie an. Sie haben gesagt, ich soll schauen. Was soll ich denn schauen? Herr Vorreiter, ich habe schon nicht gesagt. Sie haben gesagt, schauen Sie. Haben Sie gesagt? Was schauen Sie? Was Ja, möchten Sie eben. schauen? Ja, das habe ich Sie gefragt. Was soll ich denn schauen? Herr Vorreiter, verstehen Sie das? Das ist falsch. Ich rufe Sie ersten Mal und ich sage nichts. Sie haben gesagt, schauen Sie, haben Sie gesagt. Und wir Was tele. möchten Sie schauen? Ja, das frage ich Sie doch. Sie haben doch gesagt, schauen Sie. Was soll ich denn schauen? Wir telefonieren doch nur. Ich kann Sie doch nur hören. Ich kann Sie doch nicht sehen. Ist schon zu Herr kompliziert. Vorreiter. Herr Vorreiter, können Sie mir bitte sagen, was sind Sie von Beruf? Das geht Sie doch gar nichts an. Was sind Sie denn vom Beruf? Sind Sie Blogger, oder? Was bin ich? Was sind Sie denn? Okay, alles klar. Sind Sie Blogger, richtig? Was sind Sie denn, habe ich gefragt. Ich weiß nicht, Ach, Sie wissen nicht, was was Sie möchten. sind? Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Frau Kowalski am Apparat. Spreche ich mit dem Herrn Thomas Hartmusik? Nee, Herr Damzig ist der Name. Wie bitte? Nicht Hartmusik, Herr Damzig. Ja, Herr Damzig. Ja, sagten Sie ja nicht.
Guten Tag. Hallo, grüß Gott. Spreche ich gerne mit Herrn Bergmann? Ja, es bin ich. Sophia Miller am Apparat, Ihre Handelskonto. Wer ist da bitte? So, mein Name ist Sophia Miller und ich habe Sie angerufen wegen einer Anmeldung, was Sie gemacht haben bei Onlinehandel. Beim Onlinehandel. Ja, und? Genau. So, ich werde Sie weiterhelfen mit Ihrem Handelskonto, damit können Sie ein paar Profite automatisch auf Ihrem Konto erhalten. Okay? Mit meinem Handelskonto bei welcher Firma? So, ich bin verbunden mit vielen Firmen. So, Sie sind bei Binance, bei, ja, oder? Bitte? Haben Sie auch andere Plattformen? Ich möchte gerne wissen, mit welcher Firma... Hallo, lassen Sie mich doch einmal ausreden. Sie sagten, Sie rufen vom Finanzmarkt an. Von welcher Firma denn? Okay, ich habe Sie angerufen von Ihrem Hauptplattform, dran, wo Sie Ihrem Kapital haben. Okay. Wo habe ich Ihrer Meinung nach dem Kapital? So, erstes Mal werden wir zusammen eine Frage. Hallo, machen. Ich habe eine Frage gestellt. Können Sie nicht erstes Mal? Nein, erstmal möchte ich gerne wissen, von welcher Firma Sie sind. Ich bin von Top Market. Top okay? Market. Top genau. Market. Haben Sie hier bei uns. Genau. Haben Sie hier bei uns eine Handelskonto eröffnet? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich kann mir gerne mal okay, Ihre. Vielleicht ich kann. Sie nicht. Hallo! Hallo! Ich würde mir gerne. Ja, wenn Sie dauernd dazwischen. Warum reden Sie eigentlich dauernd dazwischen? Warum duzen Sie mich? Erstens mal müssen Sie vernünftig reden mit mir. Ja, genau. Und Sie müssen erstens mich mal ausreden lassen. Sie sind mir permanent. Sie sind mir. Ich schreie nicht! Jetzt schreie ich! So. Also, jetzt ganz vernünftig. Von welcher Firma sind Sie? Jo, moin. Hallo. Wir sind die Support-Abteilung für Blockchain in Europa. Wir informieren Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen Ihre Kryptowährungswallet vorübergehend gesperrt haben. Ihre aktuellen Kryptowährungsgelder werden bis zu Ihrer Überprüfung aufbewahrt und gesichert. Unser Support-Büro erklärt Ihnen, wie Sie mit der Freigabe von Geldern vorgehen und eine mögliche Auszahlung vornehmen können. Für mehr Informationen drücken Sie die 1-Taste, wenn Sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen im Onlinehandel gemacht haben. Sie werden so schnell wie möglich von einem unserer Vertreter kontaktiert. Drücken Sie die Taste 2, um die Nachricht abzuhören. Vielen Dank und guten Tag. Ja, bitte. Hallo. 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 Schönen guten Tag, Frau Sabrowski am Apparat. Spreche ich mit dem Herrn Thomas? Herr Thomas? Thomas ist ein Vorname. Mit dem Herrn Thomas, Herr Damsig. Ja, das ist richtig. Schön, Sie zu erreichen. Herr Hadamsig, ich melde mich von EFCA. Der Grund, wieso melde ich bei Ihnen an, ist es folgen die Investitionen und die Verlorungen in der digitalen Währungen. Die Verlorungen? Was sind denn Verlorungen? Also die Investitionen, was Sie gemacht haben und nie eine Auszahlung gemacht haben. Aha. Also das bedeutet Verlorungen in der digitalen Macht. So, und über deswegen melden wir bei Ihnen an. Dafür haben wir schon eine kurze Umfrage. Ja, und? Ob Sie teilnehmen. So, Herr, wenn ich fragen darf, wie viel haben Sie schon damals in der Vergangenheit, also insgesamt investiert oder verloren in der digitalen Macht? Also zum Beispiel mit Was ist denn die digitale Macht? Habe ich schon Ihnen erklärt. Erklärt. Sie meinen den digitalen Markt? Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag, Anna, das ist am Apparat hier in Rotermund. Ich melde mich bei Ihnen wegen der Anmeldung unter Bitcoin Oracle
AI, ja? Ja, wer ist da bitte? Ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Anna Adams. Anna Adams. Ja. Guten Tag, Frau Adams. Sie wollten einen Handelskonto aktivieren, aber Sie haben es nicht geschafft. Oder haben Sie schon ein aktives Handelskonto? Handeln Sie schon oder noch nicht? Bei Ihrer Firma nicht, nein. Ja, weil wir haben kein Konto, also aktives Account, deswegen habe ich bei Ihnen erneut gemeldet. Aber Sie waren nicht erreichbar, deswegen habe ich nochmal versucht. Sie handeln, Sie haben Zugang dazu und haben Sie auch bestimmt persönliche Berater, ja? Was habe ich bitte? Berater, persönliche Experte. Von Ihrer Firma? Nein. Nein. Von dieser Firma, wo Sie handeln. Oder handeln Sie noch nicht? Doch, sagte ich ja. Ach so, okay. Dann, ich notiere das. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen wiederher. Ja, und was mit Ihrer Firma? Wollen Sie mir nichts anbieten? Möchten Sie zweite Account aktivieren? Natürlich können wir das für Sie erstellen, wenn Sie möchten. Ich bin Investor. Ich investiere breit gestreut. Das heißt, ich investiere bei mehreren Firmen. Okay. Okay. Natürlich können wir in diesem Fall für Sie einen Account aktivieren. Das ist doch kein Problem. Na, das ist ja schön. Hallo? Ich bin da. Ja, die Verbindung war bestimmt weg. Nee, die Verbindung hat gestanden. Sie hörten mich nicht, deswegen habe ich gesagt. Ja, Sie haben nichts gesagt. Die Verbindung hat bestanden, sonst würden Sie ja jetzt nicht weiterreden können, wenn die Verbindung abgebrochen wäre. Okay. Alles klar. Gut. Sollen wir jetzt für Sie einen Account aktivieren? Ja, Sie können ja mal erzählen, was Ihre Firma mir bietet. Ein aktives Handelskonto und ein persönlicher Experte wird Sie informieren, was aktuell ist und womit können Sie mehr Geld verdienen. Ja, und was bietet Ihre Firma an? Welchen Handel bietet Ihre Firma an? Auf welchen Märkten? Wird nicht nur in Deutschland, sondern im Ausland auch gehandelt, 24 Stunden lang. Auf welchen Märkten? Handel, Markt meinen Sie? Märkte, sagte ich doch. In Deutschland wird unter Frankfurter Börse gehandelt. Ich glaube, sind Sie Fachmann in dem Bereich? Ich bin für die Kontoaktivierung zuständig. Ja gut, dann... Berater informiert Sie weiter. Ja gut, dann geben Sie mir bitte den Berater. Wenn Sie mir nicht sagen können, auf welchen Märkten Sie handeln... Können Sie darüber träumen? Sie dürfen erstmal mit aktives Handeln... Können Sie mal darüber träumen? Was sind Sie denn für eine komische Firma? Ja bitte? Hallo. Hallo. Spreche ich mit dem Martinius Wiesberg? Bitte? Spreche ich Martinius Wiesberg? Wen bitte? Jus Wiesberg? Nee, kenne ich nicht, bin ich nicht. Okay. Wen wollen Sie denn sprechen? Oh, gleich zwei auf einmal. Ja, bitte? Hallo? Hallo, Herr Vorreiter? Ja, wer ist da bitte? Es ist gar Keller. Wir haben per Mail unser Termin besprochen. Ja. So, Sie haben eine Anfrage hinzulassen und haben mal E-Mail gelesen. So, haben Sie Interesse? An das Hineinkommen? Richtig, habe ich. Okay. Ich frage, Sie haben über Finanzberater und automatisch Handelssystem gelesen. Sagen Sie mir bitte, wollen Sie mit Finanzberater oder mit Bot arbeiten? Ich würde den nehmen, der am meisten Gewinn bringt. Bitte? Ich würde den nehmen, der am meisten Gewinn liefert.
Es ist Finanzberater. Ja, dann nehme ich den. Das ist eine gute Wahl, weil, ja. Kann man das auch kombinieren? Ja, Sie können, natürlich können Sie es kombinieren, oder wenn Sie nicht viel Zeit haben, Sie können Zeit mit Boot, nur mit Boot arbeiten und dann noch einmal nur mit Finanzberater, es ist absolut normal. Ich bin noch... Ich will investieren, also ich will nicht selber handeln, das heißt, ich bin Investor. Wissen Sie, was ein Investor macht? Hallo? Bitte? Hallo, hören Sie mich gut jetzt? Ja, warum? Meine Frage ist, ich bin Investor. Verbindung ist schlecht. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn die Verbindung so schlecht ist? Wiederholen Sie noch einmal, die Verbindung ist schlecht, ich höre Sie fast nicht. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, wenn die Verbindung so schlecht ist? Ich rufe von der Arbeit. Ja, von der Arbeit und aus welchem Land? Aus Deutschland. Sie rufen nicht aus Deutschland an. Die Verbindung in Deutschland ist nicht so schlecht. Deutschland ist es immer, Sie rufen nicht aus Deutschland an, das ist klar. Ach, immer in Deutschland nur gute Verbindung. Ja, richtig, genau. So, wollen Sie mit Finanzberater oder selbst arbeiten? Das habe ich Ihnen doch gerade schon erklärt. Wissen Sie, was ein Investor macht? Wenn Sie wollen... ich stelle die Frage nochmal. Ich stelle nochmal die Frage. Wissen Sie, was ein Investor macht? Finanzberater. Nein, ein Investor. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Erzählen Sie mir bitte. Warum stottern Sie denn? Ich bin ein Investor. Ich gebe Ihrer Firma Geld, dass sie aus meinem Geld mehr Geld macht. Ich will nicht selber handeln. Ich bin ein Investor. Kennen Sie keine? Wissen Sie gar nicht, was ein Investor macht? Ich denke, Sie sind eine Firma. Okay, und welche Unterscheid zwischen Finanzberater und Investor dann? Wie? Sind Sie sicher, dass Sie eine Firma sind, wenn Sie den Unterschied gar nicht kennen? Hallo, Ihr Telefon? Ich frage Ihnen. Ja, nee. Es geht nicht um Ihren Finanzberater. Ich bin ein Investor. Ich bin kein Finanzberater, ich bin ein Investor. Ja, das habe ich verstanden. Gut, was macht denn ein Investor? Dasselbe als Finanzberater. Nein. Sie wissen gar nicht, was ein Investor macht. Soll ich Ihnen das mal erklären? Und Finanzberater so das. Bitte? Vielleicht ist es besser, wenn ich Finanzberater rufen. Und jetzt sprechen Sie diese Frage mit Finanzberater. Genau, wenn der besser Deutsch spricht als Sie. Ja, natürlich. Gut, dann tun Sie das. Bleib bitte dran. Der Finanzberater ist wohl im Keller, oder warum dauert das so lange? Hallo. Hallihallo. Ist da noch jemand? Herr Vollreiter? Ja. Das ist der Finanzberater auf dieser Firma. Bitte was? Welche Ihnen Frage? Ich verstehe Sie kaum. Sie sprechen sehr undeutlich. Aber Sie Frage für mich? Sie sprechen sehr undeutlich. Wie ist Ihr Name?
Mein Name ist Günter Wald, ich höre Sie. Ja, gut, aber... Welche Frage haben Sie? Sie sprechen sehr undeutlich. Ihre Kollegin wusste ja noch nicht mal den Unterschied von einem Investor und einem Finanzberater. Wissen Sie den Unterschied? Ja, ja. Ich muss verstehen, welche habe ich die Frage? Ja, das habe ich gerade eben gestellt. Können Sie die Leute sprechen? Wieso soll ich lauter sprechen? Ganz normal. Nein, sprechen bitte Leute. Leute? Lauter meinen Sie? Ja, ich spreche laut. Ich spreche ja, sehr natürlich. Laut. Das liegt an Ihrer Telefonleitung. Ja. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Mein Kollege, ich habe gesagt, dass Sie anrufen, Sie, weil Sie haben eine Bewerbung hinterlassen. Ja, Sie haben meine Frage gar nicht verstanden, ne? Bitcoin. Verstehen Sie meine Frage? Aber Sie sind nichts gefragt. Doch, ich habe gefragt. Ich habe Sie gefragt, aus welchem Land Sie anrufen. Wie sagte doch die Kontomanagerin? Der Finanzberater spricht besser Deutsch. Na klar, das habt ihr ja gehört. Und selbst der kannte nicht den Unterschied zwischen einem Investoren und einem Finanzberater. Und das wollen also Firmen sein, denen ihr euer Geld anvertraut, um es treuhänderisch zu verwalten und zu vermehren. Finde den Fehler. Am Sonntag kommt ein neues Video und bis dahin habt eine schöne Woche. Bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.